Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zurück hier beim Solo-Fighter bei 7 Days to Die mit mir, eurem Sombürer. Jawohl, ich habe alles gepackt, Leute. Ich zeige euch das mal. Minibike haben wir ordentlich zugepackt. Wir haben da die Stations und alles, alles was ich brauche. Essen, trinken, alles wo ich so gedacht habe, ja, das brauchen wir am Anfang. Ich habe jetzt kein Leben mehr geschaufelt. Ich habe hier vorne eine Reihe Holz weggehauen und dann habe ich schon keinen Bock mehr gehabt, bin ich ganz ehrlich. Wo kann man das während der Fahrt gar nicht tauschen? So, ich habe hier eine Reihe weggehauen und dann haben wir um die... Wo ist mein Holz geblieben? Ah, das ist wahrscheinlich ein Bike, ne? Habe ich 6060 Holz rausbekommen. Also kann man sich vorstellen, die zweite Reihe, dritte Reihe, wenn wir bei 18.000 Holz, aber ich will jetzt nicht den ganzen Tag hier alles weghauen. Da weiß ich nicht, ob das Sinn macht, so viel Holz. Ich habe über 500 Rahmen und wir haben jetzt 8.000 Holz. 8.000 Holz, das wird ja wohl reichen. Notfalls... ich habe ja auch noch 97 Kiefernsamen. Ich kann da hinten ja auch noch einen zweiten Wald anpflanzen. Ne? Also da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Und dann wäre der Tag wahrscheinlich komplett rum. Und ich will jetzt über Nacht da auf alle Fälle im Schneegebiet sein. Damit wir da in der Nacht die Hütte fertig machen können. Wir werden ja da unten erstmal ins Erdloch gehen. Und ich werde dann die Sachen aufstellen und von da aus werden wir dann halt die Main-Basis bauen, ne? Da muss ich mal gucken, wie wir die Horden dann spielen, weil wir werden ja zwei verschiedene Basen bauen müssen. Einmal die Wohnbasis und die Hordenbasis und ja, das wird lustig werden, ne? Da freue ich mich auf alle Fälle drauf und ja, vielen Dank für den Support in der letzten Folge. Dankeschön für die ganzen Kommentare, vielen lieben Dank für die Däumchen nach oben. Und fürs Mitmachen, ne? Die vorletzte Folge, da waren ja nur 4 Kommentare. Da habe ich nur gedacht, oh, was ist denn da los? Ah, aber jetzt haben wir wieder 10 Kommentare. Das freut mich. Guck mal, da kommt der Schnee. So weit war das gar nicht weg, ne? So weit ist das ja nicht weg hier. Von allem. Und hier oben ist Wüste. Sind wir eigentlich ziemlich zentral. Bloß hier unten ist ein bisschen blöde. Das ist ein bisschen weiter weg. Also man, ich hätte vielleicht hier vorne irgendwo was nehmen sollen. Hier irgendwo. Aber hier ist... hier ist ja weit und breit nichts. Ja, ich habe euch halt gedacht, ich nehme euch mal mit während der Fahrt. Weil das ist offscreen halt viel Arbeit, also viel Zeit, die da reingeht. Und Zeit ist immer so ein Ding, was hat man nicht mal unbegrenzt. Deshalb habe ich mir halt gedacht, komm, machst du Kommentare mit euch, quatscht mit euch ein bisschen. Und ja, wir ziehen um. So, das werden wir definitiv alles hier mitnehmen. Oh, und da kommt da so ein Crap-Loot raus. Glaub's ja gar nicht. Warum denn? Hopfen, Samen und ein Rad. Statt dass da mal richtig Equipment drin ist, ne? Oh, da unten ist das Holzfällerlager. Das ist auch geil. Oh, da hinten ist der Schneezombie. Haben wir richtig Glück gehabt. Dreier Hunting Knife. voll überladen, ne? Voll überladen. Wir haben jetzt so viel dabei. Eigentlich ist Looten nicht die beste Idee, glaube ich. So, aber wir kommen mal zu den Kommentaren. Oliver Stone, wer sonst?
Erster, heute wird jemand sterben. Nö, Glückwunsch. Ja, du bist richtig. Ich habe ja gesagt, ihr müsst in den Streamer, will ich immer sagen, in den YouTuber belieben. Ihr müsst belieben. So, 2 Kilometer noch. Nicht mehr nur um die Berge hochhopsen. Dann haben wir Sandy Marcel hat einen Kommentar geschrieben. Hallo lieber Sombüra, ich liebe deine Folgen und wie du gestern erwähnt hast, wahrscheinlich im Stream, ne? Auch wenn du kein 7 Days to Die mehr spielst, bleibe ich dir treu und wieder eine gelungene Folge. Mach weiter so, ich freue mich schon auf dich und Helly. Wie du die arme Helly erschrecken tust. Was? Wieso denn mal ich? Helly erschreckt sich selber. Die Helly erschreckt sich selber und das mit dem 7 Days nicht mehr spielen war ja im Stream gemeint, ne? Weil ich da halt merke, im Stream, ja, läuft halt gar nicht. So, wir haben das Motorrad freigeschaltet. Das ist ein Bär. Sehr geil. Na komm. Oh, 10-fach überladen, ey. Eieieiei. Warte mal, den könnten wir lernen. Also hier lesen. Der kann erstmal raus. So. Hier machen wir mal nicht. Wir werden mal weiterfahren. Sonst kommen wir ja nie an hier. Das sind sich viele Autos, ey. Das Wichtigste haben wir jetzt erstmal das Motorrad. Da müssen wir mal gucken, dass wir da Stahl bekommen. Irgendwie kriege ich das schon hin. Der Schmelztiegel ist ja auch nicht mehr so weit. Müssen wir mal gucken, dass wir ein paar Pass-and-Gas Tanksäulen und so was alle abschrauben. Vielleicht ein paar Laternen und so was alle, ne? Das wäre was wir brauchten. Jo. Dann hier oben drüber. Ach, guck mal, da ist die Karte. Ja, wir fahren mal hier querfeld ein. Wie gesagt, im Stream läuft es halt nicht so gut momentan auf Twitch. Da habe ich halt einen Umsatzeinbruch, also nicht einen Umsatz, also einen Zuschauereinbruch, das will ich sagen. Von 60-70%. Und das ist ein Rekord. Also ein Rekord, ja, Minimum, was ich jetzt halt da erreicht habe, wo ich mir dann echt denke, dann zeige ich lieber anderen Content, ne? Wenn das da halt nicht mehr gesehen werden will oder die Leute halt lieber bei anderen Kanälen dann da gucken und da den Content von 7 Days mehr feiern, dann gibt es auf Twitch halt keinen Live-Content mehr. Dann bleiben wir hier auf YouTube, weil hier ist gemütlich, hier haben wir, ne? Hier ist auch die feine, schöne Community, die zuguckt. Und muss ich auch ganz ehrlich sagen, macht mir momentan mehr Spaß, als im Stream anzuschalten und dann da fast alleine zu sitzen, ne? Definitiv. Und deshalb kam halt die Aussage mit, ja, mit dem wenig, also wenn ich dann da nicht mehr spiele. Weil dann kann ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich lebe ja nicht mehr davon. Ich habe ja dann eine Zeit lang davon gelebt, aber ich lebe halt nicht mehr davon. Und dann, wenn das halt jetzt ein reines Hobby ist, kann ich meine Freizeit auch anders genießen, ne? Da gibt es genug Möglichkeiten, außer sich dann hinzusetzen und jedes Mal traurig zu sein. Das muss dann halt auch nicht sein. Habe ich überhaupt richtig markiert? Jo. Aber hier werden wir am Fleisch nie verhungern, ne? Ach, ist das schön hier, sagte er, und in ein paar Folgen verfluche ich es. So.
Kiste, Basis. Dann düsen wir mal los. Ich habe das gar nicht markiert genau, ne? Wo die Dings war. Also hier soll ja die Basis hinkommen. Ich glaube, wir müssen zur Kiste. Ich glaube, wir müssen erstmal zur Kiste hier. Ja, da ist es. Da ist es. So, dann haben wir von Karaten Kommentar, hi Büchen. Endlich kann ich dich wieder schauen, ohne neidisch zu sein. Denn ich kann endlich das Game auf der PS5 zocken. Bis dato konnte ich nur auf der Vierer mit den ganzen damaligen Sachen spielen. Habe dich so oft mit Helly geschaut. Ja, der Name sagt mir auch was, Karat. Kann ich mich noch dunkel dran erinnern. Dann viel Spaß mit der Konsolenversion. Ja. Endlich ist es soweit. Ich freue mich natürlich mega für euch. Und wenn ihr dann auch Crossplay habt und eine Random Map, dann geht das erstmal richtig ab, ne? Da will ich auf alle Fälle dann noch Community-Server noch machen. Wo man was Schönes machen kann. Da müssen wir mal gucken. So, tief geht's runter bis zum Bedrock. So sieht das hier aus. Können wir da schon mal die Sachen reinschmeißen und dann müssen wir jetzt hier halt über ein, ja, müssen wir halt ausbauen, ne? Das ist ein bisschen Arbeit, aber wir müssen ja hier erstmal so eine kleine Minimum Zentrale bekommen, ne? Könnte ein paar Kisten bauen. Warte mal, Kiste. Gleich 5 Stück nebeneinander. 1, 2, 3, 4. Müssen wir das da weghauen. So. Aber mit Helly wird jetzt auch wieder Content kommen hier auf YouTube. Da haben wir gestern schon aufgenommen. Da gibt es jetzt die Warzog. Also die Overhaul-Mod Warzog. Und da hast du gleich von Tag 1 an Perale ohne Ende. Glowies. Diese Superhunde. Also diese Direwölfe. Und wenn ihr uns da sehen wollt, wie wir da richtig an unser Limit kommen, dann schaltet da heute ein. Also wenn die Folge hier live ist, also diese Folge hier kommt 14 Uhr, dann braucht ihr nur 2 Stunden warten und dann ab 16 Uhr kommen dann immer die Folgen. Alle 2 Tage. Und ich hoffe, dass wir keinen Rage Quit irgendwann da machen. So. Mal Licht an. Muss ja auch schön aussehen, ne? Nein, jetzt hau ich das Lagerfeuer kaputt. Oh. Warum? Hey, Sambura. Du bist wohl eine Torfnuss. Eine Torfnuss. So, dann hab Bab einen Kommentar geschrieben. Habe die Ehre. Viel Spaß, Erfolg und ein wenig Luke. Ja, danke dir. Wir werden mal gucken, wie jetzt wird hier im Schnee. Also wir können ja nicht nur bauen. Wir machen das wieder mal gemischt, ne? Heute bauen wir eine kleine Einrichtungsfolge. Weiß ja nicht, ob das schon als Baucontent zählt. Aber ich werde definitiv für die neue Basis, ich weiß noch gar nicht, wie ich das mache. Ich muss da definitiv viel Offscreen machen. Weil da sehr viele
sehr viel Bügel-Action gepaart wird. Mal kurz nochmal nach oben. Dann hoffe ich inständig, dass die Zombies hier nicht runtergraben. Ich habe das nämlich schon einmal gehabt. Da wollte ein Zombie reingraben. Hier, genau da. Wollte der mich aushöhlen. Oh, guck mal hier. Sehr schön. Deshalb habe ich ja Spikes drumherum gestellt, damit wir da safe sind. Ja, so sieht es aus. Dann aber ein Kommentar von KM. KM hat geschrieben: Servus Böchen, danke für die Folgen wegen den Umskillen. Ich nutze die Machete nur für normale, alles andere wird mit Pistole und Schrotze abgefertigt. Hatte meinen ersten Grün am Tag 12 in der Wüste, was gleichzeitig meinen ersten Tod bedeutete. Konnte deine Folgen von gestern erst heute Morgen schauen zum Frühstück. Ja, ganz seltsam, ne? Irgendwie die vorletzte Folge. Waren alle irgendwie verhindert. Ist wahrscheinlich das Sommerloch. Da sind viele dann wahrscheinlich draußen von euch. Genießen die Sonne. Oder machen was mit Familie. Kann man ja auch verstehen, ne? Kann man auch verstehen. Und dann hat KM noch einen nachgelegt. Nach der Horde vom Looten baue ich mir meine Kiste, um alles reinzuwerfen. Ja, kann man machen, aber ich will nicht so viele Müllkisten haben. Das ist es nämlich immer. Dann bauen wir mal hier die Werkbank auf. Das wird alles hier, wie gesagt, das wird alles hier ein bisschen sehr eng. Wir müssen da halt noch ein bisschen hier Platz schaffen, ne? So, Campfire. Wo ist es? Ja. Nicht wieder kaputt hauen, so ein Bührer. Badam pam pam. Wo sind meine Repair-Kits da? Die brauchen wir nämlich. Dann müssen wir jetzt hier ein bisschen Platz schaffen. Aber so sind Umzüge normal. Die gehen nicht von jetzt auf gleich. Und alles offscreen machen ist ja auch blöde, ne? Ich finde das jetzt nicht mega, die mega spannende Folge. Aber es gehört zum Spiel ja halt auch dazu, ne? Ihr sagt ja selber immer, yo, muss zum Spiel dazugehören. Also auch fahr mal. Denk mal, solange das alles im Rahmen bleibt und man nicht 10 Stunden wie Gronkh Farmfolgen macht, ne? Oder wo sie Felder abernten. Völlig übertrieben. Das ist ja auch noch alles im Rahmen. So, dann haben wir einen Kommentar von Tarikuta. War doch ganz einfach. Ja, im Endeffekt ja. Ne, das waren viele Zombies, aber wir haben die Horde... Wir waren nie wirklich in Gefahr, ne? Aber es war halt munitionstechnisch, waren wir am Limit. Also wenn wir 120 Minuten gespielt hätten, dann wäre es echt eng geworden. Aber gut, wenn wir 120 Minuten gespielt hätten, hätte ich auch 120 Minuten Zeit gehabt zum Looten. Muss man auch mal dazugeben, ne? Die Horden auf 60 Minuten sind halt kürzer.
Dafür hat man aber auch den ganzen Tag über weniger Zeit, ne? Also gleicht sich das ja immer wieder aus. Weil dann immer welche sagen, ja, 60 Minuten, die sind viel zu kurz, die Horden. Ja, gut, aber wenn ich zum Beispiel jetzt auf 120 Minuten spiele, dann wäre ich jetzt an Tag 35, wäre ich schon so overpowered, dass ich eigentlich schon sagen könnte, ich wäre durch. Weil, da muss man ja sagen, Tag 35, dann wäre so, als wenn ich auf 60 Minuten Tag 70 hätte. Deshalb spiele ich ja auf 60 Minuten, weil das einfach ansonsten man ist zu schnell, zu weit. So musst du halt immer kämpfen, du hast halt nicht genug. Aber wenn du dann halt 2 Stunden Zeit hast, dann kannst du ja ohne Ende farmen noch in der Nacht. Dann kommst du so schnell so weit. So. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier noch einen rein. So. Mein Hund ist im Hintergrund ganz unentspannt. Lenkt mich gerade ein bisschen ab. So, warte mal, jetzt gucken wir mal. Hier sind die. Was brauche ich denn für eine Forge? Wir müssen ja jetzt hier ein bisschen zusehen. Den Leder. Ich glaube, ich sollte erstmal Kisten sortieren, sonst komme ich hier nicht durch. Glaube, sonst haben wir ein Problem. Machen wir das mal. Könnte ich ja rein theoretisch offscreen auch noch besser sortieren. So, warte mal, ich will erstmal gucken hier, dass wir das sortiert bekommen. So, das. Essen, trinken. Lassen wir die Samen mal drin. Hier ist ja Essen, trinken. Komm, Essen, trinken lassen wir hier. Genau das hat er dann natürlich gerade rausgenommen. Ne? So, das nehmen wir raus. Das. Habe ich kein Duct Tape mitgenommen. Doof wie ich bin. Ich glaube, so doof ich bin, habe ich kein Duct Tape mitgenommen. Nur ein Kleber. Das ist nicht gut. So, warte mal. Stoff, Leder, Dings. Stoff, Leder, Co. So, der muss da auch noch hin. Mensch, Hühnchen, leg dich doch mal hin da. Mach nicht so ein Gewese hier. Wir brauchen noch eine ganze Ecke mehr Kisten. Ey, Mann, wie schreibt man den denn jetzt Seed? Ich schreibe Samen. Hab
habe gerade Gehirnblockade. Das ist wahr, um mich drumherum so ein Gewesel ist hier. Aber ist ja immer so, ne? Die Tiere, da kannst du nicht reingucken. Dann machen die Scheiße, dann bauen die Blödsinn. Mitten in der Folge. Das ist dann halt so. So, das. Ja, ich brauche mehr Kisten, definitiv. Machen wir hier die Outfits rein. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich alles rausgenommen habe, ne? Ja, das reicht definitiv noch nicht. Definitiv noch nicht. Bei weitem noch nicht. So, dann machen wir aber mal Kommentare weiter. Renula 15 hat geschrieben, was eine super Horde. Nur sehr laut das Ganze und du warst nicht zu hören. Wollt? Ich freue mich schon auf die neue Basis im Schnee. Bitte mach weiter so. Echt, war ich zu laut gewesen? Also, die Horde war zu laut gewesen. Ja gut, ich habe nicht viel geredet während der Horde, ne? Muss man dazu ja auch noch sagen. Schmatzen wir uns mal einen rein. Aber wenn ich jetzt natürlich kein Ducktape und nichts dabei habe und keine Dings machen kann, wäre natürlich auch blöd, ne? Ein Kleber habe und so. Aber oben haben wir ja auch noch was in der Kiste. Keine Ahnung, vielleicht kann der ein oder andere ja mal ein Feedback da lassen. Also ich muss da auch nochmal reinhören in die Folge, aber eigentlich habe ich nichts verstellt vom Sound her. Weiß nicht, warum das mal anders sein soll. Das wäre halt seltsam, ne? Mach mal hier Schmelzen rein, würde ich sagen. Mal hier die Dings drunter kommen, die Forges. Dann holen wir das da raus, dann machen wir das hier rein. So. Blei haben wir gar nicht, ne? So, essen, trinken. Warte, ich muss einmal nach oben. Musst du da noch was haben? So, dann haben wir einen Kommentar von Sven Roadboy. Er hat geschrieben, moin, ich habe mal eine Frage, wie lange kann man die gelben Rucksäcke liegen lassen? Bis die despawnen, würde ich mal sagen. Wie viele Minuten da sind, kann ich denen auf den Kopf nicht sagen. Das ist halt so ein Nachgefühl. Aber du kannst während der Horde dir in Ruhe Zeit lassen. Also die spawnen jetzt nicht so schnell, dass man da gar nicht mehr hinkommt. Also da hat man keine Angst, dass da alles wegspawnt. Nö, das Ding ist leer. Ich habe echt kein Ducktape mitgenommen. Aber da müsste ich doch jetzt bauen können, ne? Nur mein 4. Das reicht ja.
Dann können wir uns einen Holzklotz bauen. Das. Was fehlt da jetzt noch? Zwei Leder. So, dann können wir uns wenigstens eine Schmiede bauen, das ist schon mal gut. Dann machen wir hier doch Schmelzen. Und hier machen wir was anderes rein. Müssen wir mal gucken. Elektronik vielleicht eventuell. So, einfach mal gucken. Aber wenn wir nämlich einmal jetzt hier Ordnung schaffen, dann ist nämlich gut. Hier waren Outfits. Machen wir hier Elektro. So, das. Und Teile brauchen wir auch noch, eine Teilekiste. Teile könnten wir hier reinpacken. So. Das. Das. Hier können wir Fahrzeuge reinpacken. So, Fahrzeuge. Hier haben wir gesagt Teile, ne? So Parts eigentlich. Hier haben wir noch nichts. Und dann machen wir so. Huch, was ist denn da los? Ich will jetzt nur einen hier weghauen, damit das, damit ich dahinter die Frame stellen kann. Genau, so wollte ich das haben. Aber sie wird urmelig hier. Ich mag ja so kleine Basen. Und was ich davor habe, wird eigentlich was ich eigentlich nicht mag. Von der Größe her. Aber gut. Ich will ja was Schönes machen, ne? Wow, ich hab jetzt. Boah, Leute, habt ihr das gesehen? Ich habe ein mega Standbild gehabt, als wenn das Spiel abschmiert. Das wäre es gewesen. Dann wäre es gewesen jetzt hier. So, und dann können wir da nämlich ein bisschen einschmelzen. Oh, da habe ich auch nie mitgenommen. Heieiei. Da müssen wir mal gucken, da sind zwei breit, ein, zwei, hier wäre der nächste Teil, dann wird zwei Schmieden haben.
Dann machen wir das so. Und dann können wir hier den Zementmischer hinbacken. So, da haben wir zwei Schmieden nebeneinander. So, das. Fahrzeuge. Nitrat. So, den da noch rein. Oben können wir die Wasserständer aufbauen, ne? Könnte ich jetzt hier, warte mal. Kochtopf brauche ich. Kochgrill. Genau, das wollte ich ja eigentlich nur haben. Dann sind wir soweit. So, warte mal. Bluebell hat geschrieben, Sambura, vielen lieben Dank für den 7 Days to Die Consent. Ist immer wieder schön, was von dir zu hören. Mach weiter so und genieß die Zeit. Alles Gute und für dich viel Spaß mit der Community. Hau rein und viel Erfolg weiterhin. Das klingt immer so, als wenn man sich verabschiedet. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. So. Oder ist das ein Abschied? Warte mal, den brauchen wir jetzt hier auch nicht. Dann haben wir doch ein schönes kleines Kellerloch. Oder was sagt ihr? Bam, 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 bam. Marie Bauer hat geschrieben. Liebe Grüße. Ja, Grüße zurück, liebe Marie. Wir müssen erstmal hier Ordnung schaffen, ja. Weg mit euch. Müssen wir mal gucken, dass wir hier eine Plattform, also ein Plateau bauen, wo ich dann die Wasserständer drauf bauen kann. Zwei, drei, vier. Weiß gar nicht, ob das reicht. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ja, haben wir ordentlich zu tun heute hier, ne? Warte mal, ich muss mal Kommentare hochscrollen. Ach, da ist Otto Ariel auch. Meine Einschätzung, du schaffst das natürlich. Los geht's. Dankeschön. Hat ja hingehauen. Oh, hat gut geklappt hier mit der Höhe. Ist doch ein bisschen hoch geworden, ne? Alter, ich hopp's jetzt hoch wie ein junger Gott.
Kommentaren gucken wir mal. Und damit haben wir die Kommentare voll, ne? Vielen lieben Dank, Leute. Freut mich immer, wenn ihr mitmacht. Hilft dem Kanal und dem Video beim Ranken. Das ist einfach nur, damit wir was haben und die Zombies da nicht alles kaputt bollern. Gleichmäßig. Ich wollte gerade sagen, jetzt wärt ihr doch mal auf hier, was ist da los? Habe ich meine Schaufel am Start? Jawohl. Das sah mir zu gefährlich da gerade aus. So. Reicht doch nicht. Hätte gedacht, ich komme da hoch. Kann sein, dass das natürlich nicht reicht. Könnten wir noch einen dran packen, ne? Nochmal da definitiv. Die Dinger auch nochmal dran. Könnten wir vielleicht nochmal einen hier. Warte mal, machen wir mal eine Rampe. So. Sehr schön. Und sieht dann natürlich auch noch ein bisschen nach was aus. Also ein bisschen besser. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Rampe. Oh, jetzt müssen wir nur den richtigen Radius finden hier, ne? So. Da kann Mr. Bohnenzock sagen, oh, der hat gebaut. Noch ein bisschen. Haben wir den Tag noch, um ein paar Erledigungen zu machen, ne? Und von jetzt an müssen wir ja hier aufbauen. Oh, bin ich blöd, Kopf! Ich bin mit der Maus ausgerutscht. Oh, ich hasse mein Leben. Ich habe so eine Maus mit Tasten an den Seiten, da bin ich gerade drauf gekommen. Und dann bin ich halt auf die 1 gekommen. So. Wie von hier mal drauf hüpfen, ne? Das ist gut.
hier sammeln. So, das müssen wir auch noch einsortieren. Das mache ich jetzt offscreen ohne euch. Und dann legen wir am besten los, ne, in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, ihr Lieben da draußen, vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Dankeschön für die ganzen Kommentare, für den Support. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen lieben Dank an die Kanalmitglieder. Und ja, haut mal rein, wie euch das Video gefallen hat. Dann sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.